Ein unerfüllter Traum blieb der BMW 507 für die meisten, die sich Mitte der 50er Jahre Gedanken über ein neues Fahrzeug machten. Das elegante Sportcoupé brachte den Herzschlag bei seiner Präsentation auf der Internationalen Automobilausstellung 1955 in Frankfurt zwar auf Hochfrequenz, aber der stolze Preis von 26.000 D-Mark ließ zeitgleich den Atem stocken. Zwar setzte man bei Mercedes etwa zeitgleich unvergessliche Akzente der Automobilgeschichte mit dem 300er SL Roadstern und den Flügeltürern, doch die Exklusivität eines BMW 507 ergibt sich heute auch aus der geringen Bauzahl von nur 251 Exemplaren während der vierjährigen Produktionszeit. Der 507 wurde in Handarbeit in Kleinstserie hergestellt. Die Produktionskosten überstiegen den Verkaufspreis. Ein Prestigefaktor bei BMW. Die Skulptur auf Rädern verdankt BMW Albrecht Graf von Görz. 4,38 Meter lang, angetrieben durch einen 150 PS starken Achtzylinder, bringt es der schöne Bayer auf 210 km Höchstgeschwindigkeit, denn er wiegt mit seiner Komplettkarosserie aus Leichtmetall nur 1170 kg. Er steht auf dem verkürzten Chassis des 502 und teilt dessen Mechanik. Eine verstellbare Lenksäule und auf Wunsch Sperrdifferential. Die Federung des Fahrzeugs ist weich und weist darauf hin, dass man es bei BMW mit dem 507 nicht auf die extrem sportlichen Kunden abgesehen hatte. Er war die deutsche Antwort auf die erfolgreichen Cabrios aus den USA. Fahrer und Beifahrer sitzen bequem in den Clubsesseln. Die tiefgezogene Seitenlinie vermittelt ein sehr freies Open-Air-Feeling und aus dem Radio in der Mitte des ansprechenden Armaturenbrettes tönt die Musik. Der Blick führt über die lange Motorhaube, deren fein gezeichnete Linien die für BMW typische Doppelniere zeigen. Aus der Front herausgearbeitet sind die Scheinwerfer, die dem Fahrzeug in dieser Form das dynamische Aussehen verleihen. Der BMW 507 war weniger ein rasantes Sportfahrzeug als ein sportliches Repräsentationsautomobil. Während die Mehrzahl der Deutschen in praktischen Autos wie VW Käfer, Lloyd 600 oder Opel Kapitän fuhren, war der zweisitzige BMW 507 ein rollendes Statement. Wir haben es geschafft.